Jö, dann sollten wir mal als nächstes ja den Lucky Day machen. DB. D. Oh, warte mal, stopp. Da kommen noch Käfige an. Ah, stell dir erstmal auf. Ich will nicht aus Versehen mit die Zwerge erwischen, dass die dann alle ihre Sachen ausziehen. Das muss ja nicht sein. Und die sind echt irre langsam mit den Käfigen. Aber na gut, so, haut alle ab. Sehr schön. DBD. Einmal rüberziehen. Und danach darf ich wieder manuell alle Käfige entdampen. Also K. DDDDD. Und währenddessen überlege ich mir mal, während meine Hände die Arbeit von alleine tun, was wir denn in dieser Folge noch machen können. Wir haben unten die Wachente, wurde in den Kommentaren geschrieben. Die habe ich schon wieder fast vergessen. Die sollte man natürlich aufstellen, auch wenn es wahrscheinlich keine Ente sein wird, sondern irgendwas anderes, was gerade halt zur Hand ist. Allgemein sollten wir uns auch mal wieder die Tiere angucken. Die ignoriere ich ja immer wieder. Also zum einen, ob sie genug Gras haben, zum anderen, ob die Hunde sich wieder weiter ausbreiten, ob es Katzen gibt. Das sollten wir auf jeden Fall testen. Mal kurz DBD. Ah, ich habe da, da und da was vergessen. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Also K. D. 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 Ah, das ging ja. Und den da. Entdampen, die Silberbolzen. Was auch immer ich hier oben Silberbolzen machen. Aber gut, ich drücke mal kurz I für die Zonen. Und guck mal, wo der nächste Müllhaufen ist. Hier ist einer. Den würde ich gerne mal durchwühlen. Was haben wir da alles? Eine Tierfalle. Achso, nicht dampen, die will ich claimen mit F. Die ganzen Sachen sollen da nicht rein. Und schon gar nicht irgendwelche Sachen, die schlecht werden können, wie hier. Ein Tapir-Skelett, ein Riesentapir-Skelett und irgendwelche Knochen von einem Hammerzwerg. Das muss nicht sein. Das ganze Chert kann auch nach unten, unseren Steinstockpile, den wir noch nicht ganz angefangen haben, glaube ich. Da musste noch gebuddelt werden. Aber ja, das können wir auf jeden Fall auch noch angehen. Und warum ist hier so viel Chert gedumpt worden? Ach stimmt, wir wollten einmal aufräumen. Aber ich hätte schwören können, ich hätte eigentlich den Befehl gegeben, dass die Sachen versteckt werden sollten und nicht weggeschmissen. Denn das können wir ja alles noch weiterverarbeiten. Zum einen zu Kinkerlitzchen und zum anderen zu irgendwelchen Töpfen und dergleichen. Auch wenn ich vor meinem geistigen Auge jetzt schon wieder sehe, dass ich die Hälfte der Töpfe und Fässer irgendwann wegschmeißen werde, weil sie alle unterschiedliche Farben haben und dann alles aus einem Material neu machen werde. Zumal dennoch sichergestellt wäre, dass es alles bessere Qualität hätte. Und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass irgendein Zwerg sich das anguckt und dadurch einen positiven Gedanken bekommt. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier einfach so. Ach so. Das ist alles Stein. Ja, super. Toll gemacht, Gerogon. Du hättest einfach D, B, Ö, C darüber machen können. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass da noch Sachen drin wären, die nicht geclaimt werden sollten. Warum auch immer. So, die Sache auch bitte alle claimen. Denn ist gut. So, und zack, keine Arbeitslosen mehr. Die stürmen jetzt alle hier hoch und filzen die Goblins. Und die Trolle und die Troglodyten und die Riesenkobra. Das Ding könnte ich auch mal wieder abbauen. Das war nur ein Schalter gewesen. Weg. Um die Käfige zu öffnen. Die Käfige könnten sowieso alle auch mal weg. Und die Farmen sind irgendwie ganz schön mau, finde ich. Also ja, wir brauchen nicht wirklich viel mehr, aber. Wir sollten die Käfige und dergleichen alle mal auf eine andere Etage verfrachten und hier noch eine ordentliche Farm reinbauen. Oh, stopp. Da fällt mir noch was ein, was in den Kommentaren stand. Irgendwo hier in der Liste von Nachrichten soll gestanden haben, dass ein Zwerg gefunden wurde, der blutleer war. Was natürlich absolut kein gutes Zeichen gewesen wäre. Moda ist tot aufgefunden worden. Ja, das war der, der mitten in die Goblins gerannt ist. Und hier sind nur zwei tote Tiere, die aber verdurstet sind. Ja, wahrscheinlich ist die Nachricht schon durchgerattert. Das ist ärgerlich. Ich würde gerne mal die ganzen roten Nachrichten ausfiltern. Ich weiß nicht, wie es geht, jedenfalls nicht genau. Ich glaube allerdings, das konnte man einstellen. Joblist, nein. Nobles,
Options, Set Order vielleicht? Genau, hier haben wir unter X, Announce All Job Cancellations. Also, dass er jedes Mal, wenn ein Job nicht ausgeführt wird, eine Warnung ausgibt. Da drücke ich jetzt mal drauf mit X. Ich kann das jetzt vollkommen ausstellen. Und ich kann nur einstellen, dass ein paar Cancellations angezeigt werden. Wie auch immer er die sortiert. Das ist natürlich jetzt komisch. Die meisten und alle. Ich glaube, ich nehme mal die meisten und gucke, wie sich das verändert. So, Escape. Jetzt bräuchten wir wieder eine Situation, wo alle irgendwas aufsammeln möchten und nicht hinkommen wegen dem Barrow-Befehl. Den Barrow schmeißen wir dafür einfach mal an. Jetzt nur die Frage, ob irgendwo was ist, wo sie nicht hin dürfen. Ah. Okay, wir nehmen mal die beiden Jungs hier, die beiden toten Tiere, als Anhaltspunkt dafür, wie viele Fehlermeldungen kommen. Mit der Karawane hatten wir schon gehandelt? Ja, hatten wir. Gut. Keine Fehlermeldung. Wahrscheinlich muss von draußen gerade nichts geholt werden. Also gut, Bunkerbefehl aufheben. Ist ja auch mal ganz gut. Und die Stockpiles hier nerven mich tierisch. Also ja, das muss unbedingt als nächstes gemacht werden. Wir haben hier noch Platz. Was soll in den unteren Stockpile? Also wir haben einmal Essen, einmal Trinken. Wobei, welches war? Du warst Trinken. Das würde ich gerne mit einer Notiz versehen. Notizen habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Aber langsam wird das Fort so unübersichtlich, vor allem wenn ich mal ein, zwei Tage Pause machen muss zwischendurch, dass wir damit vielleicht anfangen sollten. Also, Notizen macht man mit... Wo war das? Hotkeys? Nein, es sind keine Hotkeys. Zonen? Nein, es sind keine Zonen. Points. Routen und Notes. Oh, das ist relativ neu. Das müssten die Loren sein, die man bauen kann auf dem Schienensystem. Was zwar recht zwergisch ist, aber tierisch verbuggt sein soll. Aber ich guck mal ganz kurz. Shift N. Oh doch, das sind Notizen. Sehr gut, wir hätten gerne... Wir können mit P das setzen. Und wir können mit C das Symbol ändern. Da springt er jetzt nur zwischen dem... dem und dem hin und her. Gut, nehmen wir mal das Ausrufezeichen. Platzieren das auch mittig. Da. P. So, das ist jetzt Punkt 1. Note Text. Hier gibt es Trinken. Können wir noch irgendwas editieren? Ich hätte das gerne größer. Ich hätte nicht gerne nur ein kleines Feld, wo jetzt ein Ausrufezeichen ist und man den Text erst sieht, wenn mit der Maus rüber geht, sondern ich hätte gerne einfach so einen riesigen Text hier stehen. Aber das geht bestimmt nicht. Change Symbol Selector. Also wir könnten jetzt aussuchen, dass ein Symbol davon trinken bedeutet, das andere essen. Aber das passt nicht alles so wirklich. Hier haben wir einen kleinen Pilz. Pfeil oben, Pfeil unten, Ausrufezeichen, ein Busch. Das könnte man vielleicht für Essen sehen, aber ich habe nichts für Trinken. Ne, komm. Das soll erstmal so lassen, so bleiben. Können wir den Punkt selber umbenennen? Ja, wahrscheinlich mit T, mit N. Das ist jetzt... der Punkt... Ach, der nimmt kein Ü. Ich wollte gerade sagen, Übersicht 1. Einfach Markierung 1. So, sieht man jetzt nicht. Man sieht ihn erst, wenn wir was drücken. War da gerade ein Mandat? So. Immer diese doofen Crossbows. So, wir hätten gerne einen Bone Crossbow, besser gesagt drei davon. Jetzt würde ich gerne zurück zu Notizen. Also, Shift N. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was macht oder wofür welcher Stockpile ist und nicht extra Q, S und sonst was drücken muss, muss ich mir jetzt angewöhnen, immer Shift N zu drücken und dann zu diesen Punkten zu laufen. Das probieren wir doch mal aus, wie das genauer funktioniert. Wir gehen jetzt einfach auf den anderen Stockpile, platzieren eine neue Markierung, benennen die mit N um zu Markierung 2, Enter und editieren den Text mit hier gibt es Essen. So, jetzt machen wir es mal weg und nehmen... Ein Hauler wurde besessen.
Dabei haben wir doch Pause. Wie kann das in der Pause passieren? Und mitten während er am Trinken war. Das ist ja echt dreist von diesen Geistern. Aber na gut. Also ich wollte jetzt annehmen, ich streife planlos durch die Festung und ich weiß jetzt nicht, welcher Stockpile was macht. Also was mache ich? Ich drücke nicht Q, S und sonst irgendwas, sondern ich drücke einfach Shift N. Und jetzt sehe ich die Markierung 2, hier gibt es Essen, obwohl ich genau in der Mitte bin. Wenn ich jetzt einen Tick nach links gehe, bin ich näher an der Markierung dran und sehe also, hier gibt es Trinken. Sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt unten noch einen Stockpile machen. Und da dann was auch immer einlagern und dazu noch eine Markierung setzen. Und hier machen wir gleich noch eine Markierung. Oh, das kann ich mir nicht merken. Das sind ja quasi nur die Überlaufwohnungen. Also wer hier keinen Platz findet, kriegt den hier unten ein. Weil ich eigentlich ganz gerne alle hier haben würde, damit es übersichtlicher ist. Dazu müsste ich allerdings erstmal noch mehr Betten bauen. Ich sehe gerade, dass die ganzen neuen Wohnungen, die wir freigeschaufelt haben, erstmal alle noch keine Bodenplatten haben, was unbedingt noch gemacht werden muss. Und keine Türen haben und keine Betten und kein Kabinett und kein sonst was. Also ja, das muss alles noch erledigt werden. Und die Steine müssen noch rausgeschafft werden. Trotzdem, ich lasse mich schon wieder ablenken. Eigentlich wollte ich ja mit der Markierung weitermachen. Die mache ich jetzt bei den ganzen neuen Stockpiles. Die neuen Stockpiles sind die richtig großen, weil ich halt nicht mehr die ganzen kleinen haben will, die über zig Etagen verteilt sind. Davon haben wir hier und da oben noch einen. Und an den Seiten wollte ich hier auch noch was ausbuddeln. Das heißt, hier würde ein Double Shared Stockpile hinkommen mit einer Shared Markierung. Auch wenn man das eigentlich an der Farbe erkennen kann, aber einfach nur der Übersicht halber. Und hier hinten denn für dieses Kyolonit, oder wie das Zeug heißt. Kaolinit. Genau, das kommt ja halt alles unten hin oder andersrum. Erstmal buddel ich allerdings noch einmal hier so das aus. Und so das aus. Genau. Sehr schön. Was kommt jetzt hier oben hin? Was passt denn zu Essen und Trinken? Irgendwas Biologisches. Also Knochen? Oder, ich sehe gerade hier das ganze Holz. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals einen ganzen Raum voller Holz bekommen. Da ich ja immer alles zu Kohle verarbeite. Obwohl, Gerogon, denk mal ein wenig langfristig. Irgendwann werden wir Lavaschmieden haben, denn brauchen wir keine Kohle mehr. Dann haben wir nur noch Holz auf Vorrat, um daraus irgendwelche Sachen herzustellen, die Zwerge gerne haben. Als haben wir ein Bett aus Zedernholz oder Mahagoniholz oder was auch immer für ein Holz sie gerade mögen. Und dafür wären größere Stockpiles schon ganz praktisch. Außerdem könnten wir die Stockpiles nach Holzart sortieren und so sicherstellen, dass nur gewisse Workshops gewisse Holzarten herstellen. Oh, das klingt schick. Das klingt ja richtig praktisch. Ist nur eine Menge Arbeit. Gucken wir mal ganz kurz, was wir am meisten haben an Holz. Wir haben Alder, Rubberwood, Ash, Birk. Wir haben fast alles. Das ist das Problem. Dadurch, dass wir die ganzen Karawanen noch bekommen, die wir im Endcontent, sagen wir es mal so, bestimmt nicht mehr bekommen werden, weil dann die Welt kaputt ist. Also nein, die Welt geht nicht irgendwann unter. Aber es hat sich bei mir irgendwie eingebürgert, dass irgendwann irgendetwas passiert, wodurch alle Völker einen nicht mehr mögen. Also früher war es bei den Elfen, dass ich irgendwann aus Versehen mal ein Stück Holz vertauscht habe. Und schwupps war ich mit dem Krieg. Die Menschen sind irgendwann mal auf dem Weg zu meiner Festung gestorben und das fanden sie dann nicht so toll. Und da war ich mit denen auch im Krieg. Und die Zwerge, da passiert später etwas, das ich nicht spoilern möchte. Obwohl ich es, glaube ich, schon mal gespoilert habe. Und die gibt es dann halt außerhalb auch nicht mehr so sehr. Also ja, langfristig hat man einfach keine Karawanen mehr. Und so möchte ich auch planen. Ich möchte es wirklich so haben, dass das hier eine Zwergenfestung wird, die niemand anderen braucht. Und dann kriegen wir auch kein Holz mehr. Also, ein Holz, das wir immer haben werden, ist Fungiwood. Da wir es halt intern anbauen. Und Tower Cap. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zwischen den beiden ist. Also ob das eine nur in Höhlensystemen wächst und das andere auch hier oben oder beide oben und unten wachsen. Aber das können wir mal testen.